Als der Kolchos, die Kollektivwirtschaft, pleite gegangen war, hatte der Unternehmer die Herde gekauft, 500 Tieren das Leben gerettet und 5 Menschen ihren Arbeitsplatz. Der Flusshafen von Jakutsk. Mit Mühe haben wir hier unter all dem Schrott ein Boot gefunden mit intaktem Motor und ohne Löcher im Rumpf. Und einen Kapitän, der nicht betrunken ist. Viktor Chomotschkin führt das Kommando auf dem Patrouillenboot Nummer 4. Auf ihm wollen wir die Lena 2000 Kilometer stromabfahren, über den Polarkreis hinaus, bis nach Tiksi ans nördliche Eismeer. Wenig Betrieb auf der Lena, taucht mal Gegenverkehr auf, informieren sich die Besatzungen über Tauchtiefen und Wetterbericht. Nach 2 Tagen Fahrt erreichen wir das Fischerdorf Tschekurowka. Die Lena ernährt hier jakutische und ewenkische Familien. An die 100 Menschen wohnen auf einem Hügel über dem Fluss. Ohne elektrischen Strom, ohne Schule und ohne Laden. Im Sommer ein Idyll, im Winter bei minus 60 Grad die Hölle. Auf Befehl der Kommunistischen Partei waren die Menschen angesiedelt worden, um Fische zu fangen für die Arbeiter in den Gold- und Diamantengruben. Heute ist der Fang mächtig zurückgegangen, nicht mehr der Rede wert, weil sich der Boden des Flusses verändert hat. Sand wurde angeschwemmt und Gruben haben sich gebildet. Wenn Sie vergleichen, haben Sie früher besser gelebt in der Sowjetunion oder geht es Ihnen heute besser? Natürlich früher. Da ist es uns besser gegangen, unter der Sowjetmacht. Da hatte die Obrigkeit mehr Interesse an uns. Wie soll ich das sagen? Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt. Aber heute, da will doch keiner mehr arbeiten. Wieso nicht? Die Jugend hat keine Lust mehr. Keine Lust auf die harte und wenig ertragreiche Arbeit im rauen Klima. Viele junge Leute ziehen heute in die Städte landeinwärts. Auch nach Mirny, nicht weit weg von der Lena, wo sie Arbeit finden in den Diamantengruben. Einfahrt in die Trubka Mir, ein Stück Richtung Mittelpunkt der Erde. Trubka, so nennen die Russen einen Diamantentagebau. Dieser ist 800 Meter tief, nicht ganz ungefährlich für die Kumpel, wegen des Steinschlages. Manchmal rutschen ganze Wände ab. Unten auf der Sohle erwartet uns Andrei Bülkow, der 25-jährige Schichtleiter. Lange könnt ihr nicht bleiben, Jungs. Ist gefährlich heute. Die Konzentration der schädlichen Gase ist 3-mal höher als erlaubt. Es gibt Schwefelwasserstoff. Was machen Sie denn hier unten? Wir pumpen das Wasser aus der Sohle und konservieren die Grube. Die Diamantenvorräte sind hier erschöpft. Wir müssen jetzt tiefer rein in die Erde. Sie scheuen weder hohe Kosten noch die Gefahren der Tiefe in Mirny, um das edle Gestein zu erbeuten. Wir begleiten eine Brigade 600 Meter mit dem Förderkorb bergab. Dann noch tiefer. Zu Fuß in die Stollen hinein. Igor Famienko, ein junger Ingenieur, will uns zeigen, wo die Diamanten liegen. Es glitzert und funkelt im Licht unserer Grubenlampen.
Das ist nur Steinsalz und darunter eine Gesteinsschicht. Hier sehen Sie genau den Übergang. Und in dem Gestein sind die Diamanten. Nein, das ist taubes Gestein. Das Erz liegt noch weiter unten. Da müssen wir noch ganz schön buddeln, um da ranzukommen. Wir gehen noch tiefer in den Berg. Es ist kalt, feucht und laut. Die Luft im Stollen ist voller Staub. 4 Stunden dauert eine Schicht. Ziemlich gefährlich hier unten. Die Stollendecke ist nur stellenweise befestigt. Und es kommt schon vor, dass mal ein Brocken runterstürzt. Wir müssen ganz schön aufpassen. Wie viel verdienen Sie denn? Die Gehälter liegen zwischen 500 und 600 Dollar im Monat. Bis auf 700 kann man kommen. Zufrieden damit? Im Vergleich zu anderen Betrieben in Russland ist das ganz anständig. Es reicht. Diamanten haben wir nicht entdeckt. In diesem Gestein, das man nach oben bringt, sollen sie versteckt sein. Was man findet in der Verarbeitungsfabrik, landet im Tresor von Jewgenia Mikojewa. Unter den misstrauischen Blicken zweier Sicherheitsbeamter zeigt uns die Leiterin der Diamantenprüfstelle ihre wertvollsten Stücke. Gefunden in diesem Sommer in den Gruben International und Udatschnaja. Das ist mein Leben. Steine, das ist mein Leben. Ich will Ihnen da mal eine interessante Sache zeigen. Ich untersuche die Edelsteine auf ihre Einschlüsse. Sehen Sie hier? Der Wert eines Steines hängt von seinen Einschlüssen ab. Je reiner, umso teurer. Was sind das für Einschlüsse? Sulfide, ein Schwefelmineral. Ein Drittel der in Mirni geförderten Diamanten kommt über den Konzern De Beers auf den internationalen Markt. Der große Rest bleibt in Russland, wird verarbeitet in der Schmuckindustrie, auch zu Industriediamanten. Die ganz großen Steine aber gelangen in die Schatzkammer des Kreml, als stille Reserve. Die Steine in meinen Händen, die sind mindestens 2 Millionen Dollar wert. Und wie fühlen Sie sich damit, wie eine Millionärin? Tja, schwer sind sie. Wissen Sie, ich halte ja oft Millionenwerte in meinen Händen. Deswegen habe ich mich schon daran gewöhnt, mich wie eine Millionärin zu fühlen. Wie eine virtuelle Millionärin. Wir fahren weiter Richtung Eismeer. Die Sonne als ständige Begleiterin, am schönsten um Mitternacht. Mit uns an Bord des Patrouillenbootes Nummer 4 die Litauerin Grażyna Wenzlawaite. Sie sucht an der Lena im jakutischen Norden das Grab ihrer Mutter. Am 14. Juni 1941, nachdem die Rote Armee in Vilnius einmarschiert war, wurden Zehntausende Litauer verhaftet und nach Sibirien verbannt, in die Straf- und Arbeitslager Stalins. Darunter die damals 6 Jahre alte Grażyna mit ihrer Mutter. Der Vater, ein Polizist, entkam nach England. In Tit-Ari, einer Halbinsel an der Lena, entdeckt Grażyna einen Friedhof, halb zerstört vom letzten Hochwasser. Nach Tit-Ari
waren Grazina und die Mutter verbannt worden zu 10 Jahren Fronarbeit. Hier war die Mutter gestorben 1951, entkräftet von Kälte und Hunger. Liebe Mama, ich konnte dein Grab nicht finden. Deshalb lege ich die Blumen an diesem Gedenkstein nieder. Möge dir die Erde ein Daunenkissen sein. Von 1000 Litauern, die nach Tit-Arit deportiert wurden, haben nur 100 überlebt. Außer den Nachkommen der Opfer trauert hier heute niemand um die Toten. Sie haben uns hierher verbannt. Und es war ihnen egal, ob wir krepieren oder nicht. Und heute ist es ihnen egal, ob die Toten geehrt werden oder nicht. So ist das in diesem Land. Die Tränen über die ungezählten Toten der Stalinzeit sind noch nicht getrocknet. Da scheinen Erinnerung und Mahnung vielen hierzulande eher ein lästiges Übel. Hinter der Insel Stolp, einem über 100 Meter hohen Felsen, beginnt das Lena-Delta. Hier ist der Fluss 3,5 Kilometer breit. Wo die Lena in die Laptjevsee mündet, in der Hafenstadt Tiksi, endet unsere Reise. Tiksi, ein Ort, den die Politiker in Moskau aufgegeben haben, wie viele Städte im hohen Norden, angelegt zu Zeiten des Kalten Krieges. Der Horchposten auf dem Berg, gerichtet auf die USA, kündet davon. Im Hafen, einst Drehscheibe auf dem nördlichen Seeweg, wurde in diesem Jahr nicht ein einziges Schiff abgefertigt. Die modernen Kräne mit der Aufschrift Takraf, einst von der DDR geliefert, hat Russland bis heute nicht bezahlt. Den Ruhm der Sowjetunion wollte man in Tiksi einst mehren. Übrig geblieben ist ein gewaltiger Schrottplatz, auf dem 5000 Menschen ums Überleben ringen. Mit dem letzten Hubschrauber, der noch fliegt, überqueren wir das Delta. Mit uns der Biologe Alexander Gukov. Er will uns den Nationalpark Lena-Delta zeigen. Unser Ziel ist die Insel Dunaj. Auf der Insel erwartet uns ein Naturschauspiel. Ein Nebelbogen. Er entsteht, wenn Nebel über dem Eis durch die Sonne gebrochen wird. Dunaj, das sind 3 Menschen und eine Wetterstation, Technik aus den 50er Jahren. Mit einem Morsegerät gibt Irina die Messung.